Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind wieder bei F1 2016 und befinden uns beim großen Preis von Japan in Suzuka. Das Qualifying habe ich hier immer schon beendet. Lief soweit ganz gut. Konnte auch ein bisschen ruhiger machen, hat Platz 3 gemacht. War ich mit soweit mit zufrieden. Das Team wollte eigentlich Platz 2 von uns, das hatte ich irgendwie falsch verstanden. Ich dachte, Platz 3 reicht aus. Hab dann einfach abgebrochen. Aber alle Vorzeichen stehen auf Plus. Und vielleicht ein Sieg. Mal gucken. Ich würde sagen, wir hören uns mal an, was das Team von uns erwartet. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. So, wir sind auf Platz 3. Oder Start von Platz 3, sollen mit Platz 3 blenden und Sebastian Vettel besiegen, der die Pole Position hat. Gut, ich würde sagen, wir starten dann auch gleich mal ins Rennen. Achso, ich sage noch kurz, wir forschen gerade noch. Ich habe den Abtrieb mal in die Forschung gegeben. Optimierung der Frontflügelkaskaden können stärkere Wirbel verursachen, die den Luftstrom maximieren und so zusätzlichen Abtrieb erzeugen. Der Abtrieb ist unser Freund, wie wir wissen. Jo, also da geht es auch voran. Wir sind momentan das leistungsstärkste Team. Oder haben das leistungsstärkste Fahrzeug aktuell. Wir sind im Moment weit vor Mercedes. Weit, weit nicht, aber sind vor Mercedes auf jeden Fall. Jo, sieht also alles soweit ganz gut aus. Was gibt es hier noch? Verlauf kann man hier noch sehen. Okay, kann ja nicht so viel mit anfangen. Das ist unser Verlauf, den wir so gemacht haben während der Rennen. Jo, ich würde sagen, wir gehen ins Rennen und schauen mal, was heute geht. Ein herzliches Willkommen beim Großen Preis von Japan. Dieses Ereignis kürte im Laufe der Jahre bereits 11 Weltmeister und versorgte uns auch mit einigen unvergesslichen Rennen. Da wäre zum Beispiel Kimi Räikkönens Sieg von der 17. Startposition 2005 oder Kamui Kobayashis unglaubliche Fahrt auf das Podest. Die Japaner bejubelten ihn im Jahr 2012. Eine Runde dieser historischen Strecke ist knapp 5,8 Kilometer lang. Es ist das einzige Mal in dieser Saison, dass wir auf einer 8 waren. Auf die Fahrer warten in Suzuka extreme Schwerkräfte und die Strecke bietet in einigen Kurven die höchsten Geschwindigkeiten der gesamten Saison. Aufpassen muss man vor allen Dingen in der letzten Schikane, denn da wird oft und viel überholt. Und das Ganze spielt sich heute unter den wachsamen Augen von Stefan Römer ab, der mir bei diesem Rennen Gesellschaft hat. Und sollte das Wetter halten, wo glaubst du denn, wird sich heute das Rennen entscheiden? Grundsätzlich sind die Überholmöglichkeiten hier auf die letzte Schikane und auf Kurve 1 beschränkt, sofern du gut unterwegs bist und von DRS unterstützt wirst. Aber wenn wir Glück haben, sehen wir ein paar mutige Manöver in der Spitzkehre, in der Kamui Kobayashi 2010 einen beeindruckenden 7. Platz eingefahren hat. Aber das ist, wie du sagst, nur dann möglich, wenn das Wetter so bleibt. Wir wissen, wie schnell das Wetter in Suzuka umschlagen kann und sollte das passieren, dann werden die Karten neu gemischt. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ein Ferrari, Rosberg, Daniel Ricciardo und Grosjean. Quert, Sainz Jr., Alonso und Jensen Button. Gutierrez, Bottas, Felipe Massa und Perez. Magnussen, Palmer, Max Verstappen und Rio Hayanto, Hülkenberg und Werler. Felipe Nasser und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Jo, da sind wir auch schon wieder. So, machen wir eine Boxenstrategie einmal. So, was haben wir denn hier zur Auswahl?
3 Boxenstops, 2x weiche Reifen, einmal Medium, einmal harte. 3 Boxenstops, 4 Boxenstops mit 3x weiche Reifen, Medium und hart. 4 Boxenstops sind ehrlich gesagt auch zu viel, die Zeit ist auch schon wesentlich höher, logischerweise. 4 Boxenstops. Ich würde sagen, wir bleiben wieder bei der kleinen Variante mit 3, wie immer. So, ja. Vorauswahl und dann gehen wir auch gleich ins Rennen. Ich wünsche euch viel Spaß und wünsche mir Glück. Mercedes hat einen guten Start. Oh, bremsen sie denn so doll da? Ach, da geht's schon wieder gut los. Oh, Scheiße. Und zack. Dankeschön. Scheiße. Ja, das geht ja wieder toll los. Ich komme rein natürlich. Keine Frage. Also wird das hier nichts. Das Auto kaum mehr fahren. Beide Flügel im Arsch. Danke, liebe Mitstreiter. Oh Mann, 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 ey. So eine gute Ausgangsposition gehabt, ey. Scheiße. Ich komme gar nicht um die Kurven richtig rum. Nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße. Glück gehabt. Ich mir da nicht den Reifen zerschossen hab. Scheiße. Ja, aber nicht aufgeben. Noch alles drin hier. Kommt Jungs, gib Gas, gib Gas. Das noch aufhole. Mann, Mann. Schön, dass er gezählt hat als Boxenstopp. Das ist schon mal zum Vorteil. So. Kann ich nur hoffen, dass ich meine Zeiten vom Qualifying nochmal hinkriege. So war ich nämlich der Schnellste. Eine Sekunde Abstand fast. Er liefert eine 1,40. Das ist nicht schnell. Habe ich auch Mediums vielleicht. Wenn er Mediums fährt. Ich hatte eine 1,36 im Qualifying. Also 4 Sekunden schneller. Mal gespannt. Was ich hier noch reißen kann. Das ist gelbe Flaggen. Schon mal schnell zum Sektor. Ups. Weit draußen. Sorry, das war auch nicht gut. Hier gab es einen Crash, einen großen.
wird, aber noch kann ich es nicht gebrauchen. Aufschütten ein bisschen. Ja, noch finde ich meine Linie nicht so richtig, merke ich. Da muss ich noch ein bisschen testieren. Vor mir ist NASA. Zu unserer Aufpassung, dass man sich die Flügel nicht wieder abfährt. Man sieht nämlich deutlich schneller. Aber ich will ja kein Risiko eingehen. Den hole ich gleich, mir gleich in der DRS-Zone. Sehr schön, schnellste Runde. Gas. Sieht ganz gut aus. So, 10 Sekunden noch. Ich bin noch 4. Aber ich darf nicht vergessen, ich habe jetzt natürlich noch einen Boxstop. Gut, vorsichtig. Oder ein mehr als alle anderen. Das will ich jetzt. Gute Chancen eigentlich. Trotz des Flügelschadens. Habe ich schon. Sehr schön, komme ich hier immer besser rein. 1,37, schaue ich 1,36 gleich. Zu weit raus. Jetzt so langsam rein. So. Und schon den nächsten. Ja. Schlecht genommen die Kurve. Das klappt eh schon. Sehr cool. Sieht doch gut aus. Hoffe ich mal auf keine Safety Car Phase, dass hier keiner reinfahren kann, oder wie ihr vielleicht gesehen habt in anderen Videos, im Safety Car, da bremsen sie mal ordentlich ab und zu, das halt am Himmel, dann hat man sich schnell wieder Flügel abgefahren. Und das ist in der Safety Car, Phase nicht gut, weil das war schnell auf dem letzten Platz. Sorgen, der ist langsamer als wir. Das häufig aus dem Qualifying.
sieht man hier auch ganz deutlich. Kann man den Ferrari nicht mithalten. Hier bremst er aber auch. Und dann. Bloß aufpassen, nicht den Flügel erfahren. Aber den habe ich gleich am nächsten Geraden. Kommt ja gleich. Hier langsam. Ey. So machen wir es jetzt. So. Das ist okay aus. Nächstes Boxenstopp-Fenster ist 109 bis 12. Machen wir noch Zeit. Sehr schön. Jetzt schon in den Punkten. Sieht sehr gut aus. Schön verbremst. Ich glaube, sind wir wieder ein bisschen in der Spur. Die Curb da ist auch gefährlich, weil die zu doll touchiert, dann bricht die Karre auch mal schnell aus. Ja, zu doll geschnitten. Raus. Gucken, wie schneller sind. Das wird eng. Ne, wird nix. Upsala. Das war nix. Nicht gereicht. Aber jetzt sind wir dran. Boah, können wir hier außen überholen? Wir können außen überholen, Wahnsinn. Was für ein Manöver. Schönes Ding. Das hat mir gefallen. Beziehungsweise außen war es ja. Auf außen war es ja. Genau. War außen. Sagen wir nicht auf der Ideallinie überholt. Perfekt. Schönes Ding. Kollege von Wehrlein. So. Komm ich schön rum. Das Ding. Janto. Gucken, ob wir den kriegen oder noch zu dicht. Er ist zu weit weg. Das wird noch nichts.
Oh, geht aber auch echt in die Eisen. Wir das gleiche Spiel hier machen, wir haben schon mal fehlende Traktion. Ganz weit, zu weit weg. Aber den haben wir gleich. Arianto. Gehen die aber auch in die Eisen hier. So, jetzt Traktion. Komm, Ferrari, gib Gas. Diese Runde? Nee, noch nicht. Oh, der ist überholt. So, müssen wir gedulden, Jungs. Arianto geht auch in die Box. Damit haben wir Platz 6. Sehr schön. Gibt schon mal schöne Punkte. Wie sind die Reifen? Die Reifen sehen auch noch gut aus. Das ist kein Problem. Die Körper treffen, das Auto bricht so schnell weg. Schön. Meine Spitzezeit komme ich zwar nicht ran, aber ich habe auch Medium. Sehr gut. Ich würde sagen, ich habe auch Medium natürlich, als ich den Qualifying gefahren bin, die 1.36, hatte ich natürlich die weichen Reifen drauf. So, Boxenstopp. Würde ich jetzt 8er rauskommen. Naja, fahren wir noch eine Runde. Schön, wir nehmen eine Kurve. Ist auch gar nicht so einfach. Kommen wir erstmal Standort aus Grosjean, 5. Platz. Yeah, sehr schön. Oh, gleich. Erstmal nochmal Fett belassen, so ein Zinngemisch. Hier noch ein bisschen was aufholen. Ja, Reifen bauen aber auch langsam ab. Also kann ich diese Runde lieber rein. Bringt nichts draußen zu bleiben. Nächste 5 Runden. Cool. Das wäre gut. So, ich soll als 7. jetzt rauskommen. So, okay ist. Wenn man den Start bedenkt. So, okay. Jetzt gehen wir rein. Box, 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 Jungs! Upsala! Die Pfeiler noch mit. So, Jungs.
Noch sind wir auf dem 5., aber es ist eine lange Boxenfahrt. Ja, da kommen sie. Ja, als die da rauskommen. Bisschen tricky, man muss erst, wenn man Reifen wechselt, erstmal gucken, wie da wo jetzt genau der Bremspunkt ist, weil die doch schon ein bisschen verschieden sind. Ich zumindest so das Gefühl, die Bremspunkte verschieden sind. Sekunden auf Vettelabstand, das ist natürlich auch krass. Die das noch aufholen, das sehe ich noch nicht. Aber noch 10 Runden, alles drin. Ja, da muss schon was passieren. Das klappt. Kein DRS, schade. Oh. Was schneller geworden, ne? Ich hatte auch mager, ich glaube, umzustellen. Also auch ungünstig. Komm mal, Alonso, gib Gas. Oder lass mich vorbei. Reif innen versuchen. Geklappt. Gehen wir hier innen vorbei. Zack. Da haben wir ihn. Platz 6 wieder erreicht. Ein Viertel Abstand verkürze ich, sehr gut. Upsala. So, Grosjean vor mir ist noch auf Mediums. Schauen wir auch wieder dran. Schön. Jetzt kein Risiko, schön auf Flügel aufpassen. Das war ein bisschen hardcore. Bisschen stark verbrennt. Aber ich kann nicht mithalten. Sehr gut. Spielt auch mit. Auch wichtig. Scheiße, das war nix. Zu früh eingelenkt. So, Ricardo. Das ist der nächste. In 19 Sekunden ist natürlich auch viel.
Mission hier. Kostet natürlich auch ohne Ende Zeit. Aber wenn ich Platz 3 schaffe, dann bin ich schon sehr zufrieden. Mal gucken, ob wir weiter rankommen. Hier mal so 19 Sekunden. Bin gespannt. Oh, schön. 3 Sekunden gut gemacht. Das ist natürlich perfekt. Zeit gekostet. Der Wagen vor dir hat auf harte Reifen umgestellt. Wagen vor dir jetzt auf harten Reifen. Gut. Wo Himmel ist vor mir? Das ist mein Boxenstopp-Fenster. Ja, von die Box. Okay. Ja, ich muss leider auch nochmal. Bringt mir in dem Fall nichts. So, in 2 Runden öffnet sich das Boxenstopp-Fenster. Meine Reifen sind noch tiptop in Ordnung. Alles gut. Weit rausgekommen. Wir haben derzeit beim Schiebeschussstellen nur eine 50. Runde. Schalte bald auf Mission 2 runter. Na. Ist ja abgelenkt. Ich hoffe, die Plätze geguckt habe. Zeit können wir leider nicht verbessern. 37,9 sind noch die beste. So. Jetzt 10 rum. Bin ich davon verguckt. Scheinbar. Die Rundenzahl angeht. Ich wohl geguckt, verguckt. Das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet.
Sekunden auf Hamilton. Sieht natürlich auch gut aus. Erstmal. Aber müssen wir leider an die Box nochmal. Ich komme auf jeden Fall immer besser rein jetzt. In meine Zeiten. Sprit muss ich auch aufpassen. Nicht mehr so viel da. Diese Runde an die Box. Mal schauen, wo wir rauskommen hier. So, vierten Platz haben wir im Moment. Den werden wir aber abgeben. Sehe ich da schon. Auf jeden Fall an Ricardo. Den können wir auf jeden Fall noch kriegen. Beim Rest sieht es schlecht aus. Ups, aber. Ja. So. 8 Runden noch. Gucken, was da noch drin ist. Die Karte können wir auf jeden Fall noch kriegen. Da sehe ich nicht so das Problem. Vorausgesetzt, wir ziehen uns keinen Schaden zu, natürlich. Verrutscht. Ich habe gerade die Reifen umgestellt hier, ich wollte eigentlich das Benzin nämlich umstellen. Da sehe ich Ricardo schon, sehr gut. Und wenn jetzt ein Safety Car kommen würde, das würde uns natürlich helfen. Das wäre natürlich schön. Das Feld wieder schön zusammen. Da hätte ich natürlich nichts gegen. Jetzt. Zumindest. Da vorne ist Ricardo.
So, sind wir dicht dran an Ricardo. Wenn man der Schikane einmal aus der Linie kommt, dann kommst du auch nicht so leicht wieder rein. Lebt natürlich ohne Ende Zeit. So, sind wir fast dran. So. Ah, Mist. Scheiße. Er bremst. Wären wir jetzt schon dran gewesen. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 34,1 Sekunden. Ja. Den kriegen wir auch nicht mehr, den Teamkollegen, leider. Macht nichts, hoffentlich beenden wir das Rennen in den Top 4. Nein, was ist das denn jetzt? Oh. Was war das denn für eine Aktion, Christian? Oh, ich bin raus abgekommen, ey. Verdammt. Auch zum Rasen gekommen. Ah. Oh, die auch ätzend, ey. Fahrfehler. Schon mal gelbe Flaggen. Na, sind schon. Na, jetzt wieder gelb. Da ist nichts. Das könnte uns jetzt nochmal in die Karten spielen. Strafe gekriegt von den Schweinen. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Oh, das war auch knapp. Jetzt meine ich eben, die Bremsen sind manchmal so derbe. Hier auf der Linie ab. Scheiße. Sehr schön. Damit sollten wir ihn haben. Sehr gut.
vor uns ist Rosberg. Ich glaube, vor uns, direkt vor uns ist Rosberg. Das wäre natürlich nochmal geil. Kann vielleicht doch noch ein Podium drin sein. Eventuell. Zehn Sekunden muss ich auch noch vier. Okay, das ist es wohl auch nicht. Direkt vor uns da. Naja, kommen wir auch so schnell ran. Das wird er nicht sein. Aber trotzdem bin ich zufrieden mit dem Rennverlauf im Moment. Ich hoffe, dass wir wieder auf dem letzten Platz waren. So. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 48,7 Sekunden. So, konnte man reduzieren. War immer über 42, aber das war's auch. Och, Nazar, was machst du denn da, ey? Ach, Mensch, ey. Du Fleck und so. Platz machen. Das hat mir jetzt noch gefehlt, der mich abschießt. So, haben wir gleich das Final Lap. Oh, schade, da war echt mehr drin. Also ein Sieg war hier echt drin. Schade. Das ist natürlich wieder ein bisschen ärgerlich.
Aber wie gesagt, ich bin trotzdem zufrieden mit der Position hier. Ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. So, dann genießen wir die letzte Runde nochmal. Benzin reicht. Sehe ich kein Problem. Sebastian gewinnt! Yeah! Sind wir irgendwie da vorne. Sehr gut. Oh, das ist auch schon ein Ziel. Jo. Schade. War mehr drin, aber... Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, ja. Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Eine wirklich schwierige Entscheidung, aber ich sage Pascal Wehrlein. Wir haben sein Talent schon länger bewundern können und es ist schön zu sehen, dass er es auch in der Formel 1 umsetzen kann. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tja, alles in allem etwas enttäuschend. Hatte mir einen Rennsieg ausgerechnet. War gehofft, einen Sieg einfahren zu können. So. Ja, damit behalten wir, sind wir erneut auf Platz 4 hochgerutscht in der Fahrer. Das sind die Rennergebnisse. Wir sind auf Platz 5 hochgeschraubt, alles klar. Platz 6 waren wir in der Fahrer-WM, sind wir auf Platz 5 hoch. Ganz dicht am Platz 4 dran an Ricardo. Vettel werden wir nicht mehr einholen. Wieder sind noch 5 Rennen. Das glaube ich nicht. Da müsste bei Vettel schon viel schief gehen. Konstrukteur sind wir am 2. Platz. Der ersten schaffen wir auch nicht mehr und das ist auch nicht mehr drin. Ja, schauen wir uns mal die Punkte an.
So, haben wir 308 Ressourcenpunkte insgesamt. Moment, sehe ich dazu gekriegt. Und diesmal keine 100% saubere Runden. Schade. So, Rivalität konnten wir weiter ausbauen. Sehr gut. Gucken, was es gibt. Wahrscheinlich wieder 0. Oh, minus 1 sogar. Na toll. Fahrmannschaft bleibt mindestens Vierter. Ja, hab ich geschafft. Jo, schade. So. Gucken wir uns nochmal an, was das nächste Rennen ist. Hier wird noch geforscht. So, das nächste Rennen findet in den USA statt, in Austin, Texas. Ja, kann ich bedingt gut. So, nicht unbedingt so toll. Aber schauen wir mal, was wir da noch holen können. Die letzten vier Rennen. Ich freue mich schon sehr auf Brasilien und Abu Dhabi. Das sind ganz attraktive und schöne Strecken, die ich auch ganz gut kann. Also, noch viel drin. Punkte sind noch richtig viele Punkte zu vergeben. 100 Stück, glaube ich, insgesamt für die Fahrer-WM. Mal gucken, was in den nächsten Rennen noch so geht. Ich bedanke mich jetzt immer fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich freue mich wie immer über einen Kommentar, Like oder Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis dann, ciao!